Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2012. Wir sind im letzten Part das Rennen von Großbritannien gefahren und sind Dritter geworden. Schönes Ergebnis, von der Pole gestartet und wieder nicht Erster geworden. Und ja, wir sind momentan Zweiter in der WM. Und jetzt geht's auf nach Deutschland zum Hockenheimring. Und die Wetteraussichten sehen eigentlich sehr düster aus, mit am Freitag 21 Grad, leichter Regen, Samstag Sonnenschein, aber auch bewölkt, und Sonntag auch bewölkt, aber auch so immer so 20 bis 25 Grad. Das wird ein Rennwochenende. So, und ich würde sagen, wir legen sofort los mit dem großen Preis von Deutschland. So. Okay, ich bin eigentlich auch immer noch in meiner Pause, wie ich im Video angekündigt habe, aber ja, ich habe auch gesagt, dass ich Formel 1 aufnehmen werde, weil das dauert ja nicht lange. Eine Stunde werde ich wohl Zeit haben. Ich habe richtig Bock zu Let's Playen. Und naja, das muss jetzt mal richtig, richtig rund laufen hier. 48% Regenwahrscheinlichkeit. Wir stehen 5 zu 5. Auf uns gerichtet. Du musst dich ganz besonders anstrengen. Ja, okay, mein Chef. So, auf was fahren wir jetzt eigentlich? Fahren wir jetzt auf Profi? Ich weiß das ja nicht. Da müssen wir ganz kurz mal gucken. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Egal. So, Ingenieur, ein Ziel haben wir wieder nicht. Meine Fresse, keine Ziele. Wir können ein bisschen vorspulen. Ey. Ich glaube, das einzige Ziel, Trainingsziel war in Shanghai. Aber mehr auch nicht. So, die fahren ja schon Zeiten, sind alle draußen. Oh, okay. Dann würde ich sagen, fahre ich jetzt auch mal raus auf der Drehmischung. Ah, ich müsste dieses Setup eigentlich noch haben. Genau, ich muss den Setup haben. Genau, laden trocken. Das hat mal wieder der liebe Herr Determined auf 1 gegeben, wo wir hier eine Ahnung nachts um 3 Uhr Form 1 gefahren sind und diese Strecke getestet haben für mein Let's Play. Und er hat mir sein Setup gegeben. Dankeschön. So. Ich würde sagen, auf die Strecke rausfahren. Gut. So, also eingespielt bin ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt schon eine Woche kein Form 1 gespielt. Mal zwischendurch das Multiplayer-Rennen. Was ich mir zu einfallen lassen habe, dass es jetzt immer sonntags kommt. Sonntags 16 Uhr, weil ich habe jetzt erstmal den GTA 3 aufgenommen. Und wenn ich den GTA 3 habe, dann werde ich denn das statt aufnehmen. Also da kommt bis halt, also. So. Also wie ich gesagt habe, dann kommt nicht GTA 3, sondern das Multiplayer-Event. Boah, ich bin hier ab. Was war das für ein Ferrari? So. Natürlich fahren wir wieder ohne Traktionskontrolle und ohne ABS. So, gefällt mir das. Oh Gott, wie viel Zeit. What? Da ist das Auto ausgebrochen. 1.23.751 fahren wir hier. Ich glaube, da kann ich mehr rausholen. Das muss ja auch fortgeschritten sein. Auch Profi kann es gar nicht sein. Dann würde ich total verkacken. Das ist aber erst Inno-Training, also. So. Jetzt auf die erste Stelle Runde. Das mache ich dann erst, wo das mal so weit rauskommt. So. Und wir werden erstmal schneller als Wette im ersten Sektor. Mit knapp 2 Zehntel schneller.
Auto. So. Hammond hat seine Zeit unterboten. Mit einer 1:23,6. Oh, die Räder, nein. Schade, schade. Trotzdem noch schneller durch den Fehler. Perfekt fahre ich ehrlich nicht, aber naja, muss man auch sagen, dass ich hier leider nicht so viel Zeit habe, um aufzunehmen. Das ist ja alles schnell hinter mir bringen. Was macht denn der Williams hier? Okay, fünfter. Du bist jetzt auf dem fünften Platz. Oh, irgendwie, ey. Das ist doch nicht wahr. So. Ich muss da was gucken. Das kann nicht sein. So, jetzt Fahrsteuerung ist ja so geblieben. Fahrhilfen. So, alles aus. Okay, weiß ich Bescheid. Gut. Schwierigkeit steht ja auch. Kann man ja auch nicht einstellen. Das ist ja super. Ja, okay, das war jetzt echt schlecht, der Sektor. Manchmal macht die Frapstar irgendwas mit 40, dann geht sie wieder runter auf 30. Und da habe ich Angst gehabt, dass ein bisschen die Bitrate zu hoch wird. Also wenn sie über 90 ist, dann kann das Camtasia Studio 7 nicht rendern. Immer diese Kurve, immer... Nee, Runde kann ich vergessen. Ich war ein bisschen auf Fett. Alter, was mein Scheiße. So, der Intermission kann man vorbeilassen. Madonna, du kannst auch noch eine Zeit fahren hier. Sag mal so, ich werde jetzt noch eine Runde auf den härteren Reifen fahren, dann werde ich auch die weichere Mischung gehen. So, ohne auf Fett zu stellen, werden wir jetzt die letzte Runde auf den harten Reifen fahren. Naja, besser genommen habe ich jetzt, habe ich die Kurve jetzt auch nicht, aber immerhin etwas. Und Alonso verbesserte die Zeiten. Also auf jeden Fall, in fast jeder Strecke bin ich im ersten Sektor immer besser als die KI. Aber dann im zweiten Sektor wieder ein bisschen schlechter, aber immer noch. Kann sein, nicht. Och, Maldonado, was denn das für eine Pappnase hier, ey. Fährst lahm wie der letzte Opa, ey. Ja, jetzt überhol mich noch, du blöder. Oh. Versaut hier voll die Runde. Du bist echt ein Kunde, Maldonado, ey. Ich bin ja auf Bestzeit, meine Fresse. Hau doch mal ab. Ey, wie fährst du in die Box? Nee, nee, nee. Alles versaut! So, was brauche ich dich hier? So, weg. Jetzt kriegst du mich nicht mehr. Oh, ich nehme auch Fettstellen. Ich werde dann noch eine Runde fahren auf den anderen Reifen, weil die hat mir jetzt mal noch total versaut, die Runde. So. Bisschen unkonzentriert hier, aber naja, das muss auch mal sein. Das gibt es überall bei Let's Playern, Unkonzentriertheit. Okay, manche nicht, aber auch immer bei vielen. Ich bin schon 1,4 Sekunden schneller.
Oh mein, ja, ist eine coole Strecke, ja. 2010 war sie im Kalender. Und 2011, dann war ja Nürburgring, Deutschland Grand Prix, 2012 ist jetzt hier Hockenheimring. Und nächstes Jahr, 2013, soll wieder der Nürburgring für den Deutschland Grand Prix ausgetragen werden. So, das war jetzt eine schöne Runde, 1:21.445 mit den härteren Reifen. So, ich werde mal im Regen noch fahren hier. Ach, nein, nein, warum im Regen? Wir wechseln jetzt mal auf die weichere Mischung. Und ich spule da bis 30 Minuten vor. Guck mal, wie es dann die Zeit ergibt. Okay, klauen die holen mich so und so nicht mehr ein. Aber wie in Valencia, wo ich so eine gute Zeit gefahren bin, und dann haben die auf einmal so eine, sind die auf einmal noch mal so gut rangekommen, wo ich noch ein bisschen Angst gehabt bekommen habe oder Angst bekommen habe. So, ich würde sagen, es reicht. Oh, jetzt. Wie viel weiche Reifen ist das denn? Regnet das jetzt schon? Das weiß ich jetzt ja nicht. Aber auf jeden Fall nehmen wir jetzt eine fliegende Runde. Oh, das fängt Arbeit an. So. Und auch eine schnelle Runde. Auf Standard bleiben wir jetzt mal. Mit dem HT. Ich glaube, im Rennen werden wir sonst so wieder abkacken. Weil wir müssen an Hamilton rankommen und wir sind jetzt auch schon in der Mitte der Saison angelangt. Also wir sind jetzt im 10. Rennen. Und dann, ja, ich glaube, manchmal haben schon gesagt, dass man jetzt ein Angebot bekommt und dass man dann nach dem Rennen zum anderen Team wechselt. Ich muss natürlich annehmen. Wenn ich jetzt einen von Sauer bekomme, dann nehme ich das an. Super. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Ich glaube, somit hat sich die eine Runde den Bach runter gemacht. Oder oh, keine Ahnung, wie man es hier nennt. Auf jeden Fall ist es war jetzt sehr schlecht. Okay, mit einem Abflug muss man immer rechnen. Kann sein, dass ich so zu früh Gas gegeben habe, zu weit über den Körb gefahren bin und dann weggerutscht bin. Kann alles sein. So. Also ich nehme auch heute ja direkt am Samstag auf. Und ich will versuchen, das Spiel noch bis 20 Uhr hoch zu bekommen. Hier das Training und Qualifying. Und naja, mal gucken, ob ich es hinbekomme, aber vielleicht kann auch sein, dass es denn morgen kommt oder erst heute Abend so 22 Uhr. Oder noch später. So, jetzt versuchen wir unser Glück nochmal auf eine sehr gute Runde jetzt mit den weichen Reifen. Okay, der erste Sektor klappt ja perfekt, aber jetzt aufpassen bei der Haarnadel gleich. Ob wir uns da wegdrehen oder nicht. Diesmal nicht, jetzt hat es geklappt. Sehr schön. Oh, das war viel zu schnell. Wow, Gott! Irgendwie wollen die weichen Reifen nicht bei mir. Ich fahr jetzt wieder an die Box. Oh man, total unkonzentriert hier. Meine Fresse. Die anderen sind auch alle in der Box. Ich würde sagen, ich fahr auch an die Box. Es war jetzt ein mageres Training. Nicht besonders von der besten Seite, aber so, erstmal ist die Box. Lalala. Jetzt ist die Flapszahl wieder auf 20. Ja klar, geh doch mal hoch.
Sie ist es eh doch schöne 30. So, dann schieb ich mal rein. Warum bin ich denn schon wieder müde? Ich bin auch heute erst um 12 Uhr verstanden. So. Ja, jetzt sind dann wieder Reparaturen hier. Steht da nicht irgendwas mit Reparaturen, Zeitvorgabe oder irgendwas? So, ich glaube, die fangen keine bessere Zeit mehr. Verkehr auf der Strecke. Verkehr auf der Strecke. Ja, Verkehr auf der Strecke, ich weiß es, ja. Nee, wir gehen jetzt zur nächsten Session. Wir haben durch die Reparatur des Autos Zeit verloren, ich weiß. Oh, da hat es am Ende nochmal geregnet. So, auf jeden Fall haben wir jetzt dieses Training. Platz 1, hervorragend. Nimm diesen Schwung mit ins Qualifying. Wir haben jetzt dieses Training dominiert, sehr schön. Und De La Rosa, das ist so echt ein Lappen, ey. Der kann ja gar nichts, ey. Naja. Erstmal ins Qualifying von Deutschland. Hockenheimring. Und mal sehen, was jetzt die KI für eine Zeit fährt. Also eine 1.21, das wäre schon mal gut. So. Ich würde sagen, wir bleiben auf den weichen Reifen. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Okay, Boss. So, jetzt erstmal hier ein paar Autos rausfahren lassen bis Minute 15 ungefähr. Oh, bis sie wieder alle an der Box sind, würde ich sagen, oder? Okay. Bis jetzt sind alle eine Zeit gefahren, außer Massa, Reken und ich. So, würde ich sagen, wir fahren auch mal raus. Rausfahren. Und jetzt versuchen wir unser Glück auf eine wirklich sehr, sehr schnelle Runde, damit wir auch locker ins Q2 kommen. Es wird ja kein Problem sein. Ja, warte noch auf den Caterham, der kann eh nicht. Yeah, ich bin raus, wie geil. Diese Boxenausfahrt war wirklich sehr, sehr dünn am Ende. Strahlend blauer Himmel hier am Samstag. Und eigentlich ist ja meistens immer Regen, wenn jetzt in der echten Formel 1 hier in Deutschland ein Rennen ausgetragen wird, dann ist meistens immer am Wochenende Regen. Und gerade im Sommer. Deswegen fahren sie auch die letzten Rennen in wärmeren Regionen der Welt. Also zum Beispiel Dubai oder was ich, Asien, da ist ja auch immer so schön warm. Pet auf, du bist ja netter. Von der Seite kenne ich dich ja noch gar nicht. Du bist ja mal ganz nett zu mir. Dankeschön. Oh, jetzt werden die da rausgekommen. Oh, Hamilton. Hier war auch immer. Überhol doch! Meine Fresse. Ist echt schlecht, was der hier macht. Bin eh nicht mehr dran, ne? So. Und jetzt auf eine schnelle Runde. Go, 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 go. Führender, okay, Führender weiß ich jetzt gar nicht, wer ist das? Himmel ist auf jeden Fall Dritter. Senna auf der 17. Und 1,3 Sekunden schneller als Senna. Im ersten Sektor, das muss doch wohl drin sein. Uiuiui. Ein bisschen weit rausgekommen, aber trotzdem haben wir die Kurve noch gut hinbekommen. Hülkenberg. Der neun schnellsten Runde im Q1. Wow! Da habe ich zu früh das DRS geöffnet. So ein Scheiß aber auch. Maldonado mit der neun schnellsten Runde. Wo bleiben die ganzen McLarens, Ferraris und Bulls.
Oh, für Q2 reicht's locker. Steht da. Und können wieder auf Standard stellen und zurück zur Box gehen. Das hat jetzt nicht lange gedauert. Nee. Okay. Gut. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser. Bis es etwas leerer wird. Wir kennen den Spruch. So, auf Platz 5. Ich weiß, dass ich ein bisschen Zeit verliere. Ich brauche auch nicht mehr rausfahren. Ich fahre 10 Runden, ey. Was sind das für Irre? So. Platz 5 im Kur. 1, 6. Platz 6. Du bist für die nächste Session qualifiziert. Maldonado auf der 1. Stark. So. Rausgeflogen sind jetzt Heikki Kovalainen, Charles Peak, Timo Glock, Vitali Petrov auf Platz 20, De La Rosa. Stark. Super. Auf Platz 19 Bruno Senna und auf der 18 Daniel Ricciardo. Oh, mit 4000stel Unterschied zwischen seinen Teamkollegen und ihm. Eieieiei. Naja. Hat Ricciardo ein bisschen Pech gehabt. Qualifying 2. Gut. Ich bin jetzt mal richtig gespannt, was wir jetzt für ein Vertragsangebot sehen. Also natürlich seht ihr dann morgen zu welchem Team ich denn gehe oder wenn überhaupt ein Vertragsangebot bekommen. Das kann ja alles möglich sein. So, ich würde sagen, wir wechseln mal auf die härtere Mischung. So, ich werde jetzt mal als erster rausfahren, eine die erste Zeit fahren und mal sehen, denn ob die mich unterbieten. So, ganz ruhig, wenn man noch die Reifen aufwärmen. Okay, die sind eigentlich schon aufgewärmt durch die okay, wie heißt das? Outlap-Runde zum Rausfahren, zum Reifen aufwärmen. Und jetzt geht's auf eine neue schnellste Runde. Wir bleiben mal auf Standard. Toll, wieder so weit rausgekommen. Dankeschön, irgendwer. Den haben wir vorne, das müsste Rekön sein. Ja, ist er auch. Ja, 1.18.0 ist doch mal eine sehr gute Zeit im ersten Sektor. Okay. Unser Ziel ist Vierter. Ich glaube, so war das. Okay, ich bin wirklich der Erste, der eine Zeit fährt. 1.56. Okay, komm. So. Toll, super. Nee, die Zeit noch mal verbessern. Kann nicht sein. Ich werde locker eine 1.20 hier fahren. Ich fand das schon cool bei F1 2011, dass man hier, das da oben angezeigt wird, weil die schnellste Runde gefahren ist. Das fand ich schon richtig gut. Mal gucken, ob mal Maldonado jetzt auch in Q1 kommt, Q3 kommt, das wäre mal was. Oder Hülkenberg. Ja, Alonso hat sofort die Zeit unterboten. Wetten, 1.21.3. Okay, jetzt fahren sie die Zeiten vom Training vorhin, also von meiner Zeit. So. Komm. Okay, Zweiter.
drauf zulegen. Fuck! Ah, den Körper vergessen. Da gehe ich lieber zurück zur Garage. So, auf Platz 2 sind wir. Und jetzt spulen wir mal vor. Mal gucken, wie es jetzt entsteht. Okay, wir sind auch nur... ja. Noch 5 Minuten in dieser Session. Über eine Zehnte hinter Sebastian Vettel. Okay. Webber auf der 10 ganz knapp. Okay, Webber ist noch gerade so ins Q3 gekommen. Du hast es in Q3 geschafft. So. Oh, Hülkenberg ist diesmal ausgeschieden. Oh. Okay. Drei Deutsche sind ausgeschieden in Q2. Auf der 17 Nico Hülkenberg, auf Platz 16 Michael Schumacher. Auf Platz 15 Romain Grosjean, Platz 14 Nico Rosberg, auf der 13 Pauli Rester, Kobayashi auf der 12 und Wang auf Platz 11, der im Q1 fast rausgeflogen ist und jetzt ist er fast ins Q3 gekommen. Hm? Man sieht gleich, wie sich die KI verändert. Und jetzt das finale Qualifying. Und jetzt wird er entschieden, wer morgen von der Pole ins Rennen geht. Und das Wetter sieht noch ganz normal aus. Unser Ziel ist Vierter. Das könnten wir locker schaffen, wenn wir keine dummen Fehler begehen. Wir bleiben weiter auf den härteren. Zu 93% sind die schon abgenutzt. Also noch 93% sind noch drauf. Also 7% sind abgenutzt. So, die fahren jetzt alle schon mal raus. Ich werde auch rausfahren. Ja, wir fahren auch mit raus. Sehr schön. Ich werde jetzt 1,20 fahren. Das ist mein Zähne. 1,20 auf Standard mit den harten Reifen. Okay. Vor mir sind ja schon ein paar. Also erstmal die Reifen aufwärmen. La 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 la. Durchdrehen lassen. Okay, geht hier nicht. Muss man auf einer, wenn man abgebremst hat, dann nach Kurve Vollgas geben. Genau so. Mal schön die Reifen ein bisschen durchdrehen lassen, damit die jetzt auch auf Temperatur kommen. Okay, jetzt werden sie schon etwas... jetzt gehen sie schon in den grünen Bereich. Die hinteren sind schon fast grün. So. Immer so in 2-3 Sekunden Abstand fahren jetzt über die Linie. Und jetzt geht es auf eine schnelle Runde. Aber wir lassen es auf Standard. Fuck! Kann doch nicht sein! Dieser Scheißkörb am Anfang. So, hier setzen wir ein, ist mir egal. So, jetzt passiert mal nichts hier. So, okay. Natürlich sind wir jetzt erst, weil noch kein anderer eine Zeit gefahren ist. Juhu! Ich weiß gar nicht, wer jetzt erst über die Linie kommt. Scheiße. Super. Ja, geht's aber schneller! Gott, ey, die Rinde kann ich vergessen, ey. Hier. Das ist ja schon Training
für das heutige Multiplayer-Rennen am Abend um 20 Uhr findet statt. Wenn ihr dieses Video seht, dann startet es gerade und dann nehme ich auch wieder auf und dann könnt ihr morgen um 16 Uhr einen schönen Part sehen, der auch wieder über knapp 1,5 Stunden gehen wird. Der muss ich dann über Nacht hochladen. Und naja, mal sehen, wie das denn wird. In Montreal. Ach du Scheiße, ey. So, nächster Versuch. Die Runde war natürlich katastrophal. Wenn wir uns da voll verbremst haben. Nach der langen Geraden jetzt, ne? Runde 1. Ja, 17. 7? Ne, 1, 17, 8, 2, glaube ich, so. So, jetzt haben wir es schon bekommen. So, und ihr könnt doch mal in die Kommentare schreiben, eine Frage an euch. Was ist eure Lieblingsstrecke? Fällt mir gerade mal so ein. Weil jetzt kommen auch so eine richtig geilen Strecken, wie Singapur, Indien, was weiß ich. Und ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsstrecke ist. Um deine Zeiten zu verbessern und Plätze gut zu machen. Nee? Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. So, der Sauber fährt in die Box. Das ist Paris. So. Sehr schön. Etwas Zeit, den Sektor 3 zu verlieren. Okay. Und ihr könnt auf 5 Minuten auf Mager runterstellen. Okay, gut. Gut, ich würde sagen, dann fahren wir nochmal auf den weicheren Reifen raus. Weil auf jeden Fall, ich wollte eine 1,20 fahren. So. Weichere Mischung. Fliegende Runde. Komm, bitteschön. Das soll etwas Gutes werden. Okay. So, let's go. Zwei Zehntel. Zwei Zehntel kann ich locker noch rausholen. Aus dem HT hier. Auf jeden Fall schon mal im ersten Sektor auf dem Weg zur schnellsten Runde. Mal sehen, wie es im zweiten Sektor aussieht. Mann. Verbremst schon wieder. Aber so schlimm ist das ja nicht. Unser Ziel hätten wir erreicht mit Platz 4. Ob das jetzt was Besseres wird, weiß ich nicht. Doch! Nicht so weit raus. Fuck! Fuck! Nein! Mein Gott hier. Noch eine Minute. Scheiße. Ah, komm. Okay. Das war jetzt nicht so gut. So, neuer Versuch. Ach, mach mal DS hier an. Du liegst 2 Zehntel hinter dem ersten Platz. 2 Zehntel. Na, Vorfreude ist die, wie heißt es? Schadensfreude ist die schönste Freude? Oder Vorfreude ist die schönste Freude? Ah, schreibt das mal in die Kommentare, wie der Spruch geht. So, wieder auf Bestzeitkurs. Ah, das werden wir jetzt bestimmt so und so wieder verhauen. So, diesmal?
kann doch nicht sein! Das war die letzte Chance. Das verbessert jetzt nicht nochmal. Ja, okay, dreh dich, dreh dich! Dreh dich doch! Mann! Ich hab nicht gemacht, der Wagen hat sich einfach gedreht. Boah, ich wollte eine 1,20 jetzt fahren. Wir starten morgen von Platz 3. Naja, Leute, kann man nichts machen. Ist mir jetzt auch so scheißegal hier. Auf jeden Fall. Morgen in dem Rennen von Platz 1 startet Fernando Alonso im Ferrari. Auf Platz 2 Lewis Hamilton, auf Platz 3 wir. Natürlich viel, viel besser. Könnte das sein können. Auf der 4 Mark Webber. Auf der 5 Sebastian Vettel, die beiden Red Bull hintereinander. Auf der 6 Button, auf der 7 Felipe Massa, auf der 8 Kimi Räikkönen, auf der 9 Pastor Maldonado und auf Platz 10 Sergio Perez. Gut. Unser Ziel ist erreicht. Werde Vierter oder besser erreicht. Das war ein gutes Qualifying, aber ich bin nicht zufrieden. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann im Rennen wieder. Von Deutschland, unseren Heim-Grand Prix.